So, hallo Leute und willkommen zurück. Wir sind hier stehen geblieben beim Spiel Hertha BSC Berlin gegen die Dänen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich das aussprechen soll. Deswegen nenne ich sie einfach die Gäste aus Dänemark. So, ja, bei der letzten Partie gegen ihn haben wir ja einen sehr hohen Sieg gehabt. Und ja, im Moment sind sie auf Platz 2. Das heißt, wenn Athletic Bilbao eine Unentschieden macht, sind sie weiter, also ist Athletic Bilbao weiter, wenn Athletic Bilbao gewinnt und wir ebenfalls, oder wenn wir ein Unentschieden machen, dann sind die ebenfalls weiter, die Bilbao Team, das Bilbao Team. Aber wenn wir verlieren, dann ist Bilbao nicht weiter. Egal, was Bilbao macht, deswegen, wir müssen gewinnen. Ich gehe mal davon aus, dass wir wieder gewinnen, nur ich glaube nicht, dass wir so hoch gewinnen werden wie beim letzten Mal. Aber mal sehen. Mal sehen, René Adler wieder auf dem Feld. Hat beim letzten Mal eine sehr schöne Partie gespielt. Und ja, jetzt dürfen wir wieder international spielen. Und uns mal von den ganzen Bundesliga-Spielen ausruhen. Und es gibt hier direkt einen Freistoß für die Gäste. Okay. Und ja, wir sind sicher weiter. Die Frage ist natürlich, wer kommt mit uns? Wer kommt mit uns in der Runde der letzten 32? Also in der ersten Runde der K.O.-Phase. Da gibt ihr erstmal die gelbe Karte für Sparv. Für Tim Sparv. Natürlich eine verdiente gelbe Karte. Also, so sollte man nicht in den Zweikampf reingehen. Tadej Orosz, der konnte da nicht wirklich den Ball da abschießen. So, Mark Goldman. Decoy. Tadej Orosz wieder am Ball. Patrick Gamezocker. Und ja, Darlin. Der hält ihn erstmal. Der hält den Ball erstmal sehr gut. Jetzt Paulsen. Und mal sehen, was die Gäste hier diesmal zeigen. Im Hinspiel haben sie ja nicht wirklich viel gezeigt, haben sie ja haushoch mit 9 zu 0, soweit ich weiß, verloren. Und Rosenborg, sie liegen erstmal zurück. Ja, also sie haben ja 9 zu 0 verloren. Ich schätze ja eher, dass wir hier einen 3 zu 0 Sieg hier schaffen. Aber höher würde ich jetzt nicht mit dem Ergebnis gehen. Das war ja schon der Tipp von den Experten beim letzten Spiel. Diesmal ist es hier mein Tipp beim Rückspiel. So. Die Experten haben ein höheres Ergebnis getippt. Ein 5 zu 0 für Hertha BSC Berlin. Also sie haben sehr viel Vertrauen in die Berliner Mannschaft. Mal sehen, wie hoch es letztendlich wird. Ob es 3-0 wird, ob es 5-0 wird oder ob es ganz anders wird. Ob hier überhaupt Tore fallen werden, das ist natürlich die Frage nach den letzten zwei Spielen der Berliner. Also gegen Bayern verloren, gegen Leverkusen ein torloses Unentschieden. Also das lässt zu denken übrig. Aber Leverkusen weiterhin auf Platz 2, während Berlin weiterhin auf Platz 1 ist. Weswegen man keine Sorge haben braucht. Tun. So. Decoy. Ja, Decoy jetzt am Ball. Decoy. Der läuft die ganze Zeit durch und dann verliert er letztendlich den Ball. Also, was im Hinspiel möglich war, das ist hier im Rückspiel nicht mehr möglich. Diese schnellen Bälle. Also, die Dänen haben sich da wirklich sehr gut dran gewöhnt. Wobei wir nicht einmal wirklich schnelle Bälle hier spielen können bei dem Schnee. So, Tadej Orosz schneller Ball hier auf Gamezocker, aber Hansen hat ihn. Also, das Regenspiel, das beherrschen wir nicht wirklich. Ich hoffe, das kommt nicht mehr so oft. Weil ich hasse es. Ich hasse es, im Schnee zu spielen. Lieber im Regen. Lieber im Regen, aber nicht im Schnee. Ist die reine Hölle.
Sisto. Jetzt sie erstmal weitergegeben, aber nein. Pusic. Ja, Rainbow King. Sehr schön, Jannis Hainik. Tariolisch. Und jetzt hier der Ball erstmal auf Patrick Gamezocker. Ja, Decoy. Weiter Ball auf Tariolisch und er macht ihn rein. Ich habe nicht mehr wirklich damit gerechnet, dass Tariolisch da an den Ball kommt. Dann zeigt ihr erstmal ein schönes Tänzchen. 30. Minute bzw. 31. Minute 1:0 für Hertha BSC Berlin. Und der Bann ist gebrochen. Der Bann ist hier gebrochen und ich dachte, der Torwart wird da hinkommen oder der Abwehrspieler, aber nein, Tariolisch war der Mann, der da rankommt. Drittes Tor in der Euroleague. Und dann macht er es hier im letzten Gruppenspiel der Euroleague. Und ja, das ist hier. Ja, Rainbow King bekommt die gelbe, okay. Aber ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt schon so weit ist. Aber vielleicht ist das ja so ein Weckruf für die Berliner. Vielleicht ist das so ein kleiner Weckruf, hey, ihr könnt doch noch Fußball spielen. Ihr müsst es nur wollen. Sisto, und das gibt hier einen Elfmeter. Das gibt hier einen Elfmeter. Für was? Jannis Hainik? Warum? Für was? Komm, der ist ausgerutscht. Ich bitte euch. Sisto ist ausgerutscht, mehr nicht. Ja, deswegen sollte man auch nicht den Gefaulten schießen lassen. Macht den Ramos. Ja, heilige Scheiße. Ja, für den Fan, der gerade außerhalb der Arena steht und zufällig den Ball fangen konnte oder jetzt gesehen hat und sich den geholt hat, herzlichen Glückwunsch. Hast einen neuen Fußball. So, Jannis Hainik. Heilige Scheiße, ging da weit drüber. Also die Dänen hier wirklich haben nicht mehr so viele Nerven. Die Nerven liegen hier bei den Dänen auf jeden Fall blank. Ja, und Helland macht hier das 1:1 für Rosenborg. Ja, der Pumm. Schön, wie er da hingeht. Ja, das war scheiße. Der Pumm. Ach, Paulsen. Jetzt Gamezocker an einen Hansen. Hansen hier am Ball. Ja, DJ Deadman. Und es gibt hier einen Einwurf für die Gäste. Für die Dänen. Düland. Ja. Was gibt's? Hoffentlich nur eine gelbe. Ja, nur eine gelbe für die DDR. Wenn das hätte auch eine rote geben können. Für diese Grätsche. Aber zum Glück ist es nur eine gelbe. War natürlich trotzdem unnötig. Ja, 3 Minuten Nachspielzeit gibt hier einen Eckball für die Dänen. Eine große Chance für die Gäste. Vielleicht können sie daraus was machen. Nein, René Adler. René Adler, der macht sehr gut. Und da steht es 1:0 für Hertha BSC Berlin zur Halbzeit. So, gucken wir einfach mal, was machen denn die anderen. Salzburg, ja, Bilbao gewinnt im Moment. Bilbao wäre dann weiter. So. Stellen wir einfach mal Sponge dahin. Und Lukas Hiebe. So, der ist natürlich nur zur Sicherheit, damit die hier keine gelb-roten Karten bekommen. Das wäre hier schon schön. Sisto. Und Olsen. Pusic. Auf diesen Römer, aber nein. Yusuf Paulsen. Ja, Yusuf Paulsen eigentlich schon, ja, klar. Ist ja sauer, es spielt jetzt für die Gäste. Nein, Paulsen einfach nur. Ja, Tariolisch wird er hier ein bisschen heftiger angegangen, aber alles noch legitim, sagt der Schiri. Und Ibsen Römer.
erklärt hier erstmal zum Einwurf. Ja, Lukas, ich will Lukas Siebe, danke. So. Jonas Hector. Oh, Sparv klärt jetzt mit Ball. Also die Berliner, die machen hier schon mächtig Druck. Das war nicht gewollt, danke. Ich wollte eigentlich nicht den Spieler wechseln, aber okay. Okay. So, Janis Hanek. Ach. Leck mich doch. Und Sampdoria nur noch mit einem 1-1. So, Tariolis. Max Andrews. Ach, da stand Game Talker im Abseits und das hat natürlich der Seitenschiri gesehen. Ja, und Cutlet. Jetzt hier auf dem Feld. Ja, gibt aber einen Einwurf. Gibt einen Einwurf für die Berliner. Oh, ne, Sparv, Sisto, Game Soccer. Ja, Janis Hanek auf Tariolis. Und Römer, Sisto. Ja, Sisto. Ja, Tariolis. Game Soccer. Boah, Leute. Kommt schon. Sparv, Olsen. Ja. Lukas Siebe. Janis Hanek. Tariolis. Ach, Mann. Kommt schon, Leute. Es kann doch nicht hier bei diesem 1-0 bleiben. Aber anscheinend bleibt es bei diesem 1-0 fürs Erste. Ja, und der nächste Gegner ist dann Mainz 05. Ich bin ein bisschen verwirrt. Mainz 05. Boah, ich bin heute komplett verwirrt. Mein Brain macht nicht mehr mit Scheiße. So, jetzt weiter Abstoß. Patrick Gamesocker. Und schöner Pass auf Max Andrews. Nein. Und da klären sie hier die Dänen. Da klären sie hier. Paulsen. Der läuft jetzt durch. Aber Sponjo, ganz, ganz gefährlich, was er da macht. Gibt keine Karte dafür. Das wundert mich. Es hätte mindestens eine gelbe geben müssen. Boah. Wieder eine sehr gefährliche Aktion, aber nein. Da wurde nichts draus. Jonas Hector. Ja. Na, komm. Ah, scheiße. Wurde nix. Ja, 6 Paraden vom dänischen Keeper. So, also der Keeper, der hat hier wirklich heute eine schöne Partie. Zwar nicht mit dem Ergebnis, aber mit seinen Paraden und jetzt steht's hier 2-0. Also da geht's doch. Janis Hanek hier mit dem 2-0 für Hertha BSC Berlin. Also es hat ja auch gedauert. Hat ja auch schließlich gedauert, ne? Janis Hanek, Tariolis. Die zwei Torschützen hier in dieser Partie. Sisto. So, Paulsen. Und im Moment hätten die Gäste eine Tordifferenz von minus 10. Also damit kommen sie auf jeden Fall nicht weiter. Vor allem nicht, wenn Athletic Bilbao gerade am gewinnen ist. Dazu bräuchten sie schon
noch 3 Tore und das in dieser kurzen Zeit gegen eine starke Berliner Mannschaft zu erlangen. Ja, ich glaube nicht mehr dran. Obwohl die Berliner Mannschaft halt nicht mehr wirklich so stark ist, wie sie halt eigentlich sein könnte. Spielen gerade die ganze Zeit irgendwie so auf Energiesparmodus. Finde ich komisch. So, Hansen. Ibsen Römer. Ah, ja, das war nix. Ah, und Olsen. Ja, René Adler, sehr schön. Sehr schöne Parade von René Adler. Und ja, René Adler, Faustediener, schön weg. So, Patrick Gamezocker. Patrick Gamezocker, der läuft da durch. Ja, Tariolisch. Da war der Keeper da. Da war der Keeper da und hat ihn. So, Hansen. Hassan. Ja, jetzt vielleicht hier Decoy. Und oh, Darlin hat den Ball. So, 3 Minuten Nachspielzeit, aber ja, da wird sich nicht mehr viel ändern an dem Ergebnis, so wie es aussieht. So, und ja, wie gesagt, da wird sich nicht mehr viel ändern. Außer vielleicht jetzt nochmal ein Tor hier von den Gästen, aber ja, nee. Wäre auch zu schön gewesen. Da gewinnen die Berliner hier mit 2:0 verdient und ziehen somit mit 6 Siegen in die K.O.-Phase ein. Also sie dominierten hier ihre